Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir den nächsten Dungeon abgeschlossen, haben dort eine Fähigkeit erhalten, oder besser gesagt ein Modul erhalten, um Wasser gefrieren zu lassen. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem Weg zum letzten Dungeon. Der muss hier vorne irgendwo sein. Ich habe ihn ja schon auf der Karte markiert. Wenn ich da dann auch noch die Bestätigung bekommen habe, dass ich ihn bestanden habe. Hallo? Zack. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal kurz auf die Heugabel. Komm. Komm her. Ja. Okay. Zack. Hey, komm her. Zack. Okay. Kurz mal alles erledigt. So. Sehr schön. Okidoki. So, und hier soll jetzt... Was ist denn das? Ist hier irgendwas? Das sieht auch so aus, als ob hier was... Beere. Dem scheint aber nicht so. Da vorne ist schon der Dungeon. Ich war hier doch schon mal. Sieht ja alles so vertraut aus. Uah. Ach du! Dich hab ich vergessen. Nehmen wir einen Reisebogen. Und dann will ich einen Bombenpfeil. Bringt mir nichts. Ich muss mit normalen Pfeilen, glaube ich. Okay. Ja, ich füge ihm Schaden zu. Aber ich kann ihn anscheinend auch so einfach angreifen. Was ich vielleicht nicht machen sollte. Ich muss doch das Viech besiegen, oder? Muss ich das Viech besiegen? Nur starke Waffen können ihre Panzerung durchbrechen. Na, dann habe ich doch, glaube ich, was. Da. Holz verlagst. So, kurz nochmal betäuben. Ui. Mach vielleicht doch Bombenpfeile mehr. Mäh.
Ja, jetzt hat er sich halt wieder festgehalten, ne? Hab ich eine Waffe gegen die? Anscheinend ja nicht. Anscheinend habe ich ja nicht die richtige Waffe gegen die. Dann machen wir mit dem Schwert weiter. So. Ich habe das Gefühl, dass... hat jetzt nicht wirklich den Erfolg, den ich haben will. So. Na komm! Immer schön betäuben. Und dann wieder draufhauen. Ein Bogen zerbricht gleich. So. Aber er ist bald down. Ich habe keine Ahnung. Ah, er ist bald down. Ja, ich klopp hier alles drauf. Er ist down. Hat mir das jetzt was? Antikes Zahnrad. Ja, so ein paar Sachen so. Schön! Dafür habe ich jetzt keine Waffen mehr. Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem. Ach, da kommt gleich noch einer. So, dann haben wir hier nochmal eine antike Schraube. Dann brauche ich mal hier, zack, und einen Bombenpfeil. So, da habe ich einen Weg freigelegt, schön. Ich könnte auch einfach... Weiß nicht, lässt du mich in Ruhe, wenn ich hier oben bin? Nö. Dann machen wir es einfach anders. Dann machen wir es nämlich so. Und ich sage einfach, leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt hier hoch. So. Ja, Baschief schreien. Immerhin bin ich da.
Meine Herren, der hat mich jetzt Energie gekostet. Also ich brauche was Besseres. Mit meinen handelsüblichen Waffen, die ich da habe, komme ich nicht weit bei den Wächtern. Insgesamt habe ich jetzt ein Problem. Ich habe nämlich ziemlich gute Waffen jetzt einfach verbraucht. Und habe jetzt kaum noch was, womit ich mich wehren kann. Ich habe viele Pfeile verbraucht. Und ich brauche hier Bombenpfeile. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabashi. Im Namen der Göttin Hylia solltest du geprüft werden. Zerstörungskraft. Ja, das klingt gut. Zerstörungskraft klingt immer gut. Ja, sollte mir mal hier die Kraft geben, dann kann ich mich währenddessen schon mal hier mein Ginger Ale nachschenken. Guti. Muss ich schon wieder Kaffee eigentlich nachschütten? Mal nachschauen. Gleich. Jetzt muss ich auch Kaffee nachschütten, aber das mache ich später. Das Bombenmodul löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwenden wir je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Okay. Kann ich die dann vielleicht hernehmen, um die Wächter kaputt zu machen? Uah. Das war keine Absicht. Ich bin aus Versehen auf Erde gekommen und habe einen Bombenpfeil abgeschossen. Ja, ich bin nur nicht so ganz in der Steuerung drin, gebe ich zu. Ich finde die Steuerung ein bisschen kompliziert, aber wahrscheinlich ist die Steuerung so bis einfach und ich stelle mich einfach nur blöd an. Und L. Guti. Ah, ich kann da eckige und... Okay. Und was ist... Und warum soll ich mal die nehmen und mal die nehmen? Warum soll ich mal eckige und mal runde nehmen? Macht das einen Unterschied? Mal schauen, was haben wir hier drin? Ein Reisezweihänder, sehr beliebte Abenteuer aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monster ihren Schild aus der Hand schlagen. Geil. Gleich mal ausrüsten. Zack. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder eine gescheite Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Das ist ja auch schon mal was. So, ablegen. Ah! Okay. Ich wollte schon sagen, deswegen runde und eckige Bomben. Weil die runde logischerweise wegrollen, aber es hat auch so funktioniert. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Aha. So. Schieb mich da mal rüber, bitte. Oh yeah. Dankeschön. Und nochmal ein Bernstein. Der schießt immer Bomben. Sind das überhaupt Bomben? Nee, was ist denn das? Das brauche ich wahrscheinlich. Das muss ich mir wahrscheinlich mit dieser Telekinese-Fähigkeit holen. Okay, ich kapiere schon, was ich zu tun habe. Oder es soll einfach nur ein Hinweis sein, dass ich da meine Bombe reinlegen soll. Und ich glaube, das wird sein.
Kurz warten. So. Und zünden. Okay. Und rüber da! Was nicht geklappt hat. Schade. Hätte ja sein können. Das ist das erste Mal, dass man hier war, ohne dass ein Gegner gekommen ist. Auch meine Prüfung hast du gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Weil ich voll die einfachen Prüfungen gemeistert habe. Deswegen bin ich voll der krasse Held. Mhm. Sehr schön. Und das nächste Zeichen der Bewährung erhalten. Jetzt habe ich schon 4 Stück. Das bedeutet, ab zur Zitadelle der Zeit. Geil. Er schon wieder. Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Es ist soweit, Link. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich bin Batman. Oh. Sieh auf deine Karte und denk dir gekreuzte Linien zwischen den 4 Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Wo die Linien zwischen 4 Schreinen sich kreuzen. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wer du eigentlich bist. So. Okay, 1, 2. Ja, die kreuzen sich direkt an der Zitadelle der Zeit. Toll, da wollte ich sowieso hin. Die kreuzen sich direkt an der Zitadelle der Zeit. Kann ich da... Ich will so eine Lichtmarkierung machen. Anscheinend kann ich die so besiegen. Aber auch nur, wenn ich... Na. Und... Ja. Ja, ich glaube, so kann ich sie besiegen. Ich versuche es mal mit dem... Mit den eckigen... Naja. Nee. So wird das nichts. Da brauche ich ja ewig zu. Ah. Ja, der Weg ist so weit. Ich bin noch nicht durchgekommen. Ich kletter halt über die Wand, meine Güte. Die Teile regen mich auf. Ich kann die auch mit den Bomben nicht besiegen. Nur starke Waffen können ihre Panzerung durchdringen. Auch mit meinen voll coolen Bomben kann ich die nicht. Ja gut, das hätte ich mir eigentlich ja denken können. Eigentlich. Schließlich, ja, haben auch die Bombenpfeile nicht wirklich was gemacht. Und wenn die Bombenpfeile nicht viel machen, dann werden auch normale Bomben nicht wirklich viel machen. Eigentlich. Aber okay. Karte. Ja gut, es ist noch ein weiter Weg bis zur Zitadelle der Zeit. Oh! Was haben wir denn da?
Ah, komm mal her. Und zack. Oh, noch mal ein Bernstein. Irgendwann können wir mit denen was machen. Ich habe schon wieder vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Habe ich mein Handy nicht auf lautlos gestellt? Ich dachte, ich habe es auf lautlos gestellt. Aber so, da haben wir schon die Zitadelle der Zeit. Da kann ich wahrscheinlich nicht drüber springen, weil ich bin Link. Will ich es ausprobieren? Komm, das probieren wir aus. Okay, es hat geklappt. Ich bin begeistert. Es hat zwar nicht ganz so geklappt, wie ich wollte, weil er nicht gesprungen ist. Ach, stimmt, ich kann hier separat springen. Da war ja was. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass Link nicht automatisch springt. Denn in normalen Zeldas ist es ja so, dass er automatisch springt, wenn ich auf irgendeine Kante zulaufe. Und hier anscheinend nicht. Hier muss ich manuell springen. Da muss ich halt dran denken. Zitadelle der Zeit. Na, ja, du sollst es... Meine Güte, der muss sich aber auch überall festhalten. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Im Endeffekt wird mir das später wahrscheinlich das Leben retten. So, und hier müssen wir jetzt hin. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich erbitte Herzen, ich erbitte Ausdauer. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich kann jetzt entweder meine Ausdauer erhöhen oder einen Herzcontainer bekommen. Herzcontainer. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Lieber doch nicht. Ach, da oben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. So, ich will nur, wenn ich Ausdauer sage, du möchtest einen zusätzlichen... Ah, alles klar. Dann will ich aber einen Herzcontainer. Der ist mir lieber. Herzcontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Yay! Okay. Das ist die ganze Belohnung. Also wenn ich wieder 4 habe, dann kann ich wieder zu dem und wieder sowas machen. Okay. So, wie komme ich jetzt zu ihm hoch? Wahrscheinlich muss ich irgendwo klettern. Ich schätze mal, die ganze Wand auf einmal werde ich nicht schaffen. Es sei denn, ich habe den Ausdauercontainer, den ich aber nicht genommen habe. Oh. Oder man nimmt eine Leiter, die man findet. Das könnte auch helfen. So, wunderbarig. So, und wo dieser Fuzzi jetzt hier auf uns wartet und was er für uns hat, das würde ich sagen, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Denn der Part ist auch schon wieder vorbei und wir schauen da einfach beim nächsten Mal, ob er uns jetzt endlich mal dieses Parasegel gibt und wie wir dann hier vom Plateau entkommen können. Also gut, Leute, das war dem Let's Play, der Legend of Zelda Breath of the Wild für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.